Herr Hagen, brauchen wir mehr Überwachung, mehr Sicherheit? Sicherheit ist ein Bedürfnis, das die Bürgerinnen und Bürger völlig zu Recht haben. Es ist eine Kernaufgabe des Staates. Wir stellen fest, dass die Kriminalitätsraten niedriger sind, als sie in den 90er Jahren waren. Also wir leben heute schon in einer relativ sicheren Gesellschaft. Aber es gibt eben immer wieder Fälle, die so drastisch sind, dass sie die Menschen aufwühlen, dass sie auch das subjektive Sicherheitsempfinden der Leute beeinträchtigen. Und da ist, glaube ich, mehr Polizeipräsenz die bessere Antwort statt mehr Überwachung. Heißt nicht, dass ich prinzipiell gegen alle Überwachung bin. Ich finde in U-Bahnhöfen beispielsweise die Kameras wunderbar. An Gefahrenschwerpunkten kann das sinnvoll sein. Aber der Polizist auf der Straße, das ist der, der wirklich für Sicherheit sorgt. Und deswegen sollten wir die Polizei stärken, mit mehr Mannstärke, aber auch mit einer modernen Ausrüstung.